Ja, in diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben für Fernbeziehungen, denn ich bekomme diese Frage sehr häufig. Ich habe jemanden kennengelernt, der wohnt ein bisschen weiter weg. Wie können wir diese Beziehung aufrechterhalten, aufbauen, wie auch immer? Und deswegen möchte ich dir natürlich auch mal ein paar Tipps mitgeben, die wirklich sinnvoll sind und die helfen innerhalb einer Fernbeziehung. Bevor ich das jetzt aber mache, möchte ich eine Sache auch noch wirklich ganz klarstellen, was wirklich auch wichtig ist zu verstehen, und zwar, dass Fernbeziehungen einfach schwerer sind. Es ist viel schwieriger, dass Fernbeziehungen halten aufgrund von diversen Sachen. Natürlich ist es schwieriger, das Vertrauen aufzubauen auf diese Distanz hin. Es ist aber auch schwieriger, ein Fundament, ein gesundes Fundament aufzubauen innerhalb der Beziehung, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, sich oft oder regelmäßig zu sehen. Es gibt Unterschiede. Manche behaupten schon, sie hätten eine Fernbeziehung, wenn sie eine halbe Stunde Fahrt voneinander entfernt haben und sehen sich jedes Wochenende. Das ist keine richtige Fernbeziehung. Also eine Fernbeziehung in meiner Definition, zumindest das, was ich dann immer an Fragen bekomme, richtet sich dann an die Frauen, die wirklich eine viel, viel längere Distanz haben, wo es einfach nicht mehr möglich ist, mal eben sich am Wochenende zu sehen und schon gar nicht unter der Woche spontan. Und ich muss dazu sagen, umso größer die Entfernung, umso schwieriger ist es natürlich, dass die Beziehung halten kann. Vor allen Dingen, wenn du die Person noch gar nicht kennst, ihr euch vielleicht im Urlaub kennengelernt habt nur und dann habt ihr diese große Distanz, ist es natürlich total viel organisatorischer Aufwand und eben auch die Gefühle, die natürlich auch so ein bisschen abflachen, wenn man sich zum Beispiel verliebt hat, dann wird es ja immer weniger. Dann ist natürlich da schon diese Distanz auch ein Problem, weil beide sich natürlich dann orientieren können an anderen Männern oder anderen Frauen, wie auch immer. Und da natürlich dann einfach, naja, vielleicht auch diese Zweifel größer werden könnten, so nach dem Motto, es gibt so viele andere Menschen, warum muss ich jetzt mit dieser Person zusammen sein, die so weit weg wohnt? Also das Ganze kann natürlich auch Verlustängste schüren, weil man halt einfach nicht genau weiß, ne, ich kann den anderen jetzt nicht spontan besuchen, er kann nicht spontan zu mir kommen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie sein Leben so genau ausschaut, was er so macht in seiner Freizeit unbedingt. Vielleicht kenne ich auch noch gar nicht alle seine Freunde und, weil halt einfach da die Schwierigkeit besteht, sich regelmäßig zu treffen. Und natürlich hat das alles auch immer dann Nachteile, die es mit sich bringt. Und man sollte daher ganz gut überlegen, inwiefern die Fernbeziehung wirklich Sinn macht. Denn eine Fernbeziehung macht eigentlich nur Sinn, wenn man weiß, dass es auf eine sehr kurze Zeitspanne eine Fernbeziehung bleibt und man relativ schnell eigentlich zusammenziehen könnte. Also entweder du bist bereit umzuziehen, er ist bereit umzuziehen. Dann, wenn man darüber spricht, macht das definitiv, kann das Sinn machen, ne, dass man dann halt sagt, okay, realistisch könnte man schon in 3 bis 4, 5 Monaten zusammenziehen. Okay, also eine Fernbeziehung, die auf kurze Zeit eine Fernbeziehung ist, ist nochmal eine andere Geschichte, wie wenn du wirklich, ich sag jetzt mal, du wohnst in Deutschland, er wohnt in Frankreich, in Spanien oder sonst wo oder in England. Und das ist natürlich nochmal eine viel, viel größere Barriere und Hürde da, vor allen Dingen, wenn beide eigentlich nicht ihr Land verlassen wollen. Dann sollte man sich fragen, hat diese Fernbeziehung überhaupt einen Sinn? Vor allen Dingen, wenn du an deine Zukunft denkst und an deine Träume denkst. Weil wenn du zum Beispiel eine Familie gründen möchtest, dann beißt sich das definitiv. So, also Fernbeziehungen sind halt einfach schwieriger. Das haben wir jetzt festgestellt. Vor allen Dingen, weil du den anderen eben auch nicht so gut kontrollieren kannst und eben auch natürlich beim Daten eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt da ist, Taten müssen nach Worten folgen. Und das kann man bei einer Fernbeziehung einfach viel schwieriger kontrollieren. Deswegen bitte überprüfe nach diesem Video eben auch, wie realistisch deine Fernbeziehung wirklich ist und wie du dich auch in deiner Fernbeziehung wirklich fühlst. Denn manche machen sich auch was vor und sind halt in ihrer Romanze, in ihrer Beziehung, aber sind eigentlich gar nicht richtig glücklich. Am liebsten würden sie halt einfach jemanden in der Nähe haben, wollen sich das aber gar nicht eingestehen. Also da solltest du natürlich ganz, ganz ehrlich einmal mit dir sein, inwiefern das Ganze noch Sinn hat. So, jetzt kommen wir aber zu Tipps. Also was ist wichtig in einer Fernbeziehung zu beachten? Erstens ist es schon sehr, sehr wichtig zu schauen, dass man seine Muster auflöst. Weil ich habe ja gerade davon gesprochen, so eine Fernbeziehung, vor allen Dingen, wenn man dann Verlustangst hat, ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Da das Vertrauen halt einfach ein sehr, sehr schwieriger Punkt ist bei dieser Fernbeziehung,
ist es halt einfach so, dass man sich wirklich vertrauen muss, weil ansonsten ist diese Beziehung einfach wirklich, wirklich zum Scheitern verurteilt, bevor sie eigentlich richtig begonnen hat. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, wenn du Verlustängste hast oder wenn du Eifersucht hast oder, dass du daran arbeiten solltest, damit das nicht zusätzlich die Beziehung schon gefährdet, beziehungsweise noch zusätzlich eben erschwert. Denn wie gesagt, eine Fernbeziehung ist einfach schon schwerer, es gibt einfach schon natürliche Komplikationen, Hindernisse und Co., weswegen ich auch eigentlich eine Fernbeziehung jetzt nicht empfehle. Aber wie gesagt, wenn du dann zum Beispiel Verlustangst hast, ne, ständig an den anderen denkst, ständig anrufst, Angst hast, ihn zu verlieren, Angst hast, dass er sich mit einem anderen treffen könnte, dann grübelst und ja, dann eben auch leider anfängst eifersüchtig zu werden und, dann ist natürlich eine Fernbeziehung einfach das absolut schlechteste Konzept für dich, A, und B, wenn du diese Verlustangst nicht bearbeitest, wird es einfach noch viel schlimmer. Zudem kannst du aber auch in die andere Richtung mal bitte überlegen, denn ich kenne Frauen, die haben einfach nur Fernbeziehungen. Immer nur Fernbeziehungen, immer schön den Mann auf Distanz halten, obwohl sie eigentlich eine Partnerschaft auf Augenhöhe wollen, vielleicht sogar eine Familie gründen möchten. Da sollte man sich auch fragen, warum fahre ich diese Vermeidungsstrategie und verliebe mich immer nur in Männer, die weit weg leben, die weit weg wohnen, wo es eigentlich gar nicht zu dieser richtigen Beziehung kommen kann. Manche fühlen sich nämlich sehr schnell eingeengt, haben so eine Art Bindungsvermeidung, Bindungsangst. Da sollte man sich dann auch fragen, falle ich vielleicht unter die Kategorie, verliebe ich mich immer nur Männer, die weit weg wohnen, wo es komplizierter ist oder wo gar nicht so diese richtige Nähe aufgebaut werden kann, dann empfehle ich dir, hey, vielleicht ist die Fernbeziehung einfach nur ein Schutz für dich, dass du halt einfach gar nicht in diese Tiefe gehst. So, dann ist es wichtig, dass du einmal natürlich den Kontakt so gut es geht aufrecht erhältst und das einfach im Optimalfall nicht nur über den WhatsApp-Chat. Ich sehe es immer wieder, dass Leute in einer Fernbeziehung anfangen nur zu chatten, nur zu schreiben, aber dadurch baut man keine richtige Nähe auf. Also eine Fernbeziehung lebt tatsächlich davon, dass man sich so häufig es geht sieht. Also sprich, Videotelefonie ist unglaublich wichtig in diesem Fall. Ich weiß, man kann sich nicht richtig physisch sehen, aber dann wenigstens digital und dann auch wirklich plant, dass man wirklich auch richtige Dates hat, wo man sich trifft, wo man wirklich quatscht, wo man vielleicht sogar mal zusammen kocht. Einfach wirklich, als hätte man den Alltag zusammen mal ein bisschen Zeit verbringt. Und das geht auch gut in einer Fernbeziehung, vor allen Dingen mit dem Thema Videotelefonie. Umso weiter der Abstand zwischen euch ist, vielleicht lebt ihr in Australien, in Amerika oder sonst was, umso weiter der Abstand natürlich ist, umso schwieriger ist das wegen den Zeitzonen. Aber trotzdem ist das etwas, was man einrichten sollte, denn schon durchs Video, durch die Stimme und so weiter werden schon mal mehr Emotionen transportiert, als einfach nur über einen Video, also über einen WhatsApp-Chat. So, also Video ist das schon mal ein viel, viel besseres Tool. Und wie gesagt, Dates auszumachen ist auch unglaublich wichtig, weil ansonsten lebt ihr irgendwann nebeneinander her, jeder macht so seins, man ruft sich vielleicht mal spontan an, aber das war es dann auch, das ist keine richtige Beziehung. Also du solltest versuchen, die Dinge, die man in einer, ich sage jetzt mal Beziehung macht, die nicht auf der Distanz ist, sondern die wirklich in der Umgebung ist, wie die gestaltet wird und sowas sollte man eben auch versuchen, in seiner Fernbeziehung einzustreuen. Und deswegen empfehle ich eben auch, dass du den anderen teilhaben lässt an deinem Leben und zum Beispiel auch eben zwischendurch sowas wie Fotos schickst und so weiter, dass der andere halt wirklich ja auch dein Leben sieht und nicht nur etwas darüber liest oder hört. Also du musst schon ein paar Sinne mehr einfach ansprechen beim anderen, damit das auch alles sich ein bisschen echter anfühlt. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp bei Fernbeziehungen, weil ich es immer erlebe, dass dann tatsächlich sowas nicht gemacht wird, zu wenig Fotos ausgetauscht werden und dadurch natürlich auch viel zu wenig so Insider entstehen. Und Insider sind natürlich wichtig, um halt einfach auch ja wirklich gemeinsam Geiten aufzubauen. Und deswegen solltest du natürlich schon auch schauen, dass ihr Gemeinsamkeiten habt. Zu dem Punkt Gemeinsamkeiten ist es natürlich auch auf der Ferne möglich, gemeinsame Sachen zu machen. Beispielsweise gemeinsam eine Serie zu gucken, sich über die Serie auszutauschen, gemeinsam einen Film anfangen und so weiter. Das ist alles in einer Fernbeziehung möglich. Machen nur nicht alle. Und dadurch schafft man sich natürlich noch mehr Gemeinsamkeiten, noch mehr Insider und noch mehr Gesprächsthemen. Also fang an, wirklich den anderen zu behandeln, als wäre er eigentlich da, auch wenn er nicht da ist. Aber damit kann man halt wirklich Nähe tiefer aufbauen. Und natürlich kann man auch über die Distanz versuchen, mal das ein oder andere kleine Geschenk zu schicken. Das ist schon auch möglich, je nachdem, wo der andere lebt. Man sollte es aber natürlich nicht übertreiben, denn
Am Anfang einer Fernbeziehung muss man natürlich beobachten, wie es sich entwickelt. Und leider gehen die meisten Fernbeziehungen eben in den ersten paar Monaten zu Ende. Am Anfang ist man noch sehr motiviert, die ersten 2-3 Wochen, und dann geht die Motivationskurve runter. Und du sollst natürlich nicht in den ersten 2-3 Wochen dann direkt Gas geben, alles machen, alles versuchen, Geschenke schicken und Co. Das ist dann ja schon Lovebombing, sondern du solltest natürlich auch erst richtig Gas geben, wenn du merkst, es hält auch. Ne? Weil die Anfangseuphorie, ja, wir schaffen das, wir halten das, wir geben uns Mühe, ne? Zum Beispiel nach dem Urlaub, wenn man sich kennengelernt hat, ist immer relativ groß, aber der Alltag ist halt eben auch da. Und wie gesagt, es ist halt eben auch schwieriger, so eine Fernbeziehung aufrecht zu erhalten. Und dementsprechend darf man nicht traurig sein, wenn man es nicht hinbekommen hat. Es war ein Versuch wert, aber man darf nicht traurig sein, wenn es nicht klappt. Und wenn du merkst, dass du aber immer wieder Männer auf Distanz hast, also immer wieder nur dich in Männer verliebst, wenn du im Urlaub bist, oder dich ja erkannt hast in einem ein oder anderen Problem, dass du vielleicht auch zur Eifersucht und so weiter tendierst, dann sind das eh Punkte, die ich dir empfehlen würde, aufzuarbeiten, damit du eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen, finden und natürlich auch halten kannst. Und wenn du dazu mehr Informationen willst, kannst du natürlich weitere Videos hier auf meinem Kanal schauen. Oder du kannst mir auch gerne deine Frage auf Instagram schicken, einfach eine private Nachricht an mich schicken und ich kann schauen, wie ich dir weiterhelfen kann. Aber letztendlich musst du dann denken, Liebe ist kein Zufall und den passenden Partner zu finden ist auch kein Zufall. Und ganz viele Frauen sabotieren sich auf diesem Weg leider komplett selbst. Und auf diesem Kanal findest du ganz viele Informationen, wieso, warum man den Partner wählt, den man wählt, was man beachten muss bei der Partnerwahl und wie du eben in eine glückliche Partnerschaft kommen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir aber heute erstmal gefallen und dir weitergeholfen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, deine Simone.